weißt das aus Erfahrung, das dauert. Ja, nach der Anspannung ist man sicherlich um einige Tage älter geworden, auch aufgekratzt. Bis in die Morgenstunden sitzt man, diskutiert, debattiert, um das auszuwerten, was man falsch gemacht hat und was gut lief. Irina Groscheva. Macht sie mit der Vorwärtsreihe. Überschlag gestreckt. Doppelschraube. Rein turnen die Damen eigentlich schon fast besser als die Männer. Aber nicht eigentlich, sondern sie turnen sie besser. Zweieinhalb Schraube. Ja, sie hat vorne auch ein Detail geturnt. Die Abgang nochmal ein D-Element. So der richtig große Knaller fehlte mir ein bisschen, als wir vorne die Rumänien gesehen haben, mit doppelt gestreckt und noch anderen Schwierigkeiten. Da haben die anfangs die Startturnerin nicht ganz mithalten können. Aber nichtsdestotrotz. Eine gelungene Übung, eine schöne Leistung zum Abschluss. Der Wettkampf ist für sie geschafft und das ist das Wichtigste. Sie kämpfen jetzt auch um die Silbermedaille, die Russinnen. Das ist sehr, sehr deutlich zu spüren, drüben einzusehen, selbstverständlich auch von den Betreuern und von den Turnerinnen. Die Rumäninnen am Stufenbarren bis dato mit einer sehr, sehr guten Leistung. Und auf der anderen Ebene da laufen die US-amerikanischen Girls zu ihrer olympischen Medaille hin, im Sprung im übertragenen Sinne. Sprung mit Musik, so könnte man das bezeichnen. Die Musik, das ist der Beifall, der